So, herzlich willkommen zurück zu Majora's Mask. Wir haben jetzt endlich finally hier dieses Loch aufgesprengt. Und ich will jetzt mal gucken gehen, was da drinnen ist. Aber das mache ich lieber mal mit Gargipto-Garos Maske. Ah, und jetzt? Sorry. Ich wollte eigentlich, war nicht so gemeint, Kollegen. Hä? Hey. Aber ihr habt eine Menge Geld dabei gehabt. Gut, dann, ist jetzt ein bisschen schwierig, hier das Zeug wegzuleuchten. Ah, ist eigentlich schon, das ist echt cool gemacht hier, mit diesem Spiegelschild auch. Guckt euch mal den Ausgang da an. Der sieht irgendwie sehr... Also ich würde da nicht rausgehen. Oder reingehen. Je nachdem. So, wo sind wir denn jetzt hier? Das sieht sehr nach Thronsaal aus. Kann man hier noch irgendwas wegsprengen vielleicht? Nee, eigentlich ist hier alles gut erleuchtet. Gut, dann wollen wir mal sehen, ob wir hier den König irgendwo treffen. Oh, Unverschämter, der das Undenkbare in die Dunkelheit von Ikana gebracht hat. Nein, mach nicht die Vorhänge zu. Meine Diener fielen durch das heilige Licht, das dich beschützt. Aber ich hab's ausgemacht. Jedoch... Nun soll die Dunkelheit, in der meine Diener leben, dahin fließen. Du sollst mit deinen eigenen Augen sehen, was wahre Dunkelheit bedeutet. Ich hab das Clownschwert! Sagen, bei dem König habe ich gerade schon. So, kann ich jetzt irgendwie hier mir das wieder so irgendwie. hier willst du... Komm mal hier ins Licht. So, das mussten wir jetzt irgendwie auf ihn leuchten, oder so? Oder wir machen uns noch mehr Licht vielleicht für den Augenblick. Da brennen die einfach seine Vorhänge weg. Jetzt ist hier alles wieder hell erleuchtet. Oh. Vielleicht wollen seine Diener es erstmal haben, irgendwie so. Moment, gehen die wieder zu, die Vorhänge? Nee, eigentlich doch nicht. Ja, eigentlich, ich dachte, ich leuchte ihn mal an, aber... So. Mann! Ich möchte mal den König hier anleuchten. Aua. Okay, das geht nicht. Leuchtet ihr ja voll ins Gesicht.
Na, was sagst du, Taya? Verlasse dich auf deine Grundkampftechniken. Der Kerl spielt in einer anderen Liga als die beiden Schwächlinge hier. Ja, ich meine, gegen das Clownschwert wird er nicht viel. Schmeiß doch deinen Kopf weg. Ich gehe so lang mal hier ins Licht. Autsch. Okay, der ist echt tief. Ich glaube, hier im Licht stehen wir ganz gut. Komm mal her. Okay, ich weiß echt gerade nicht, was ich... Hab dich voll angezündet. Was ist jetzt passiert? Seine Kleider sind verbrannt oder so. Ah, man muss ihn im Arsch anleuchten. Naja, Taya hatte gesagt, ich muss meine Grundkampftechniken. Jetzt fliegt hier wieder seinen Scheißkopf irgendwo durch die Gegend. Aua. Okay, ich bin hier eigentlich gerade nur am Rumraten, was ich machen soll irgendwie. Das hat nix. Steht er einfach wieder auf. Nee. Okay, ich glaube, der hat... Er hat seine nächste Phase bekommen. Okay, ich muss... Ich glaube, ich muss ihn immer Damage machen und dann irgendwie... Ja, ich kann den Kopf... Kann ich... Ich glaube, solange der Kopf rumfliegt, glaube ich, am besten einfach nur weg. Und es wird voll umgebasht. Ach, voll getroffen. Wow. Aua. Aua. Mann. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr... Oh, die Fee füllt mir ja gar nicht mehr so viel auf. Mann, gerade hat er sich umgedreht.
Was soll ich machen gegen den? Warum scheint ja eigentlich voll das Licht rein, obwohl es Nacht ist? Ist das der Vollmond? Der Vollmond. Okay, ich sollte nicht mehr so viel Schaden bekommen, sonst bin ich gleich... Mann, der trifft mich trotzdem. Komm, ich... Scheiße. Ich glaube, ich hätte eher von dem Licht da hinten aus machen sollen. Oh. Komm, so lange brauchst du doch nicht mehr, Kollege. Bin zwar ganz gut ausgerüstet, aber... Wenn das so noch lang so weitergeht, dann... Versuch einfach mal alles zu blocken jetzt. Jetzt lobt er mich aber trotzdem. Wie lange muss ich ihn denn noch, wie oft muss ich ihn noch anleuchten? Ah, da habe ich ihn nochmal getroffen. Ja, mal nochmal ein Satz. Komm. Jetzt einfach mal immer, sagte er und Bart gewürgt. Scheiße. Komm schnell ins Licht. So, ich war nicht mehr im Licht. Komm. Mann. Okay, ich renne jetzt einfach nur weg von dem. Die kriegt mich irgendwann. Was soll ich denn dagegen machen? Blöd, Mann, Alter. Hier, ich leuchte dich an. Warum klappt das denn jetzt nicht mehr? Ist sehr langwierig, vor allen Dingen. Scheiß Teil wirkt mich auch jedes Mal. Oder soll ich... Nee, der ist nur so ganz kurz geschockt immer. Ich glaube, ich muss ihn aber auch schlagen, oder? Sonst bringt das nicht viel. Aua. Na los, mach doch irgendwas.
Ich mach dich einfach kaputt mit meinem Clown-Schwert. Immer macht er seinen Scheiß, ey. Bösartiges Viech. Bösartiger König vor allen Dingen. Mann. Haben wir es endlich geschafft? Tatsächlich in diesem Part noch? Oder kommt jetzt die nächste Phase? Du stehst mir im Weg, geh zur Seite! Ich kann ihn noch kriegen! Im Weg! Er hat uns nur besiegt, weil du so lahm bist! Gib mir nicht die Schuld! Gib nicht mir die Schuld! Was? Wage es mir, das noch einmal in mein knochiges Gesicht zu sagen! Lamm! Lamm, 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 lamm! Halt ordentlich die Klappe! Grrr, schau nicht so blöd! Einst war ich der beste Kämpfer in ganz Ikana! Der beste Kämpfer in ganz Ikana? Du! Lamm! Was sind das für Affen? Zieh deine Waffe! Was? Ich sage dir, zieh deine Waffe! Wie? Jetzt lachen sie. Hört ihr wohl auf, ihr Narren! Habt ihr denn gar nichts verstanden? Das Königreich ist zerstört und wir sind, was wir sind. Ist es nicht ein Jammer, dass solche Streitigkeiten wie die eure der Grund dafür sind? Und wechseln sie. Vertrauen in Freunde und der Glaube an das Vergeben von Fehlern. Diese Gefühle sind aus unseren Herzen verschwunden. Es geschah alles, nachdem jemand die Türen zum Felsenturm aufgestoßen hatte. Du, der du das Licht ins Dunkel gebracht hast. Ich bin der König dieses Reiches. Igos, du Ikana. Der Zauber, der uns gefangen hielt, wurde durch das heilige Licht, das dich beschützt, aufgehoben. Doch um auch das Land wieder mit Licht zu überfluten, musst du die Tür des Felsenturms versiegeln. Doch der Felsenturm ist eine uneinnehmbare Festung. Hunderte von Soldaten meines Reiches wären nicht in der Lage, ihn zu stürmen. Für einen allein ist diese Herausforderung zu waghalsig. Daher... soll dich ein Soldat begleiten, in dessen Brust kein Herz schlägt. Einer, der in der Dunkelheit nicht zagt. Diese Weise sollst du ihn dir behalten. Das ist ein cooles Lied. Ups. Du hast die Elegie des irgendwas gespielt. Du hast die Elegie des leeren Herzens erlernt. Dieses mystische Lied erlaubt dir, ein Bild deiner selbst abzustreifen. Spielst du das Lied, nachdem du eine andere Gestalt angenommen hast, lässt du eine von maximal 4 Hüllen zurück. Der Soldat ohne Herz ist ein Abbild deiner selbst. Eine Hülle, aus der du schlüpfst, wenn irgendwas passiert. Ich bin ein Idiot, ich hab... weggedrückt. Lass das Licht der Gerechtigkeit auf mein Reich leuchten. Ja, danke, Kollege. Du warst ziemlich unheimlich, muss ich sagen. Und ein ziemlicher Drecksack. So, und hier habe ich jetzt so eine schöne Statue. So sieht Link also aus, wenn er nicht mehr so ganz lebendig ist. Mit gebleckten Zähnen. Schwarzen Augen. Die Schultern hängen herunter. Er sieht irgendwie ein bisschen dick aus.
Aber wir haben ein Lied erlernt. Das letzte Lied. Die Elegie des leeren Herzens. Okay, die geht so, 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 so. Boah, die ist aber schwierig. Wiederum. Ich muss sie nochmal versuchen. Irgendwie so. Mann! Okay, so nicht. da fange ich an, dann so. Verdammt! Gut, ich würde mal sagen, das probiere ich in der nächsten Session sogar nochmal aus. Denn, wobei, ich muss mal gerade nachdenken. Wir haben die letzte Nacht, 11 Uhr in der letzten Nacht. Also in den Felsenturm werde ich definitiv nicht mehr reingehen. Komm, Link, was ist denn hier los? Da die Flaschen ja sowieso geleert werden, gönnen wir uns mal zum Abschied hier einen kräftigen Schluck. Und sind wieder full life. Oh, ich muss mir mehr von diesen Tränken hier kaufen. Aber es ist wieder so mühsam, die zu holen. Ah, alles so schwierig. Also, ich habe jetzt das... Also, ich denke mal, mit den Typen werde ich diese Schalter dann betätigen können. Dass im Felsenturm, wo ich ja schon mal war. Oh. Ja, ich glaube, ich mache diese Session wirklich nicht mehr besonders viel. Also, ich könnte natürlich jetzt einfach zurückreisen und die Session weitermachen. Aber, das war eigentlich mal so ein ganz gelungener Abschluss, würde ich mal behaupten. Von diesen 3 Tagen, eigentlich. Ich habe eigentlich alles geschafft, was man so schaffen sollte, würde ich mal sagen. Ja, ich habe jetzt überlegt, ob ich nochmal gerade irgendwie ein Minispiel ausprobiere oder da den einen Eingang wegsprenge oder so, aber das ist hier jetzt eigentlich alles eher nicht mehr zu machen in der Zeit. Alles klar. Gut, dann, ich überlege gerade ein bisschen, wie ich jetzt weitermache, ob ich vielleicht irgendwie hier mal so ein bisschen Sidequest-mäßig mal versuche, das Herzteil zu bekommen, die anderen Herzteile zu bekommen, oder ob ich hier in der Story weitermache. Ah, das entscheide ich dann beim nächsten Mal, würde ich mal sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zugucken. Jedenfalls so viel, wie ich beim Spielen hatte. Und hoffentlich sehen wir uns auch im nächsten Part dann wieder. Da sind wir auf jeden Fall aber weiterhin hier in dem Gebiet. Ansonsten habe ich eigentlich auch gar nichts mehr zu tun. Gut, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part. Link, wo fuchtelst du denn da rum, du? Sieht man viel mehr, wenn der Schild sich so bewegt. Mal gucken, wann der nächste Part kommt. Wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt morgen, aber in den nächsten Tagen. Haltet einfach ein Auge auf meinen Kanal. Naja, macht ihr sowieso. Gut, dann aber bis dahin. Ich verabschiede mich und sage Tschüss.